Heute kochen wir zusammen eine vegetarische Bolognese. Hier seht ihr zuerst einmal, wie wir die Pilze putzen. Das Ganze machen wir hier mit einem Zewa-Tuch. Alternativ wäre natürlich noch besser, wenn man eine Pilzbürste zu Hause hat, dann geht das noch besser. So, wenn ihr mit dem Reinigen der Pilze dann fertig seid, schneidet ihr von jedem Pilz noch den untersten Teil vom Strunk ab. Der ist oft so ein bisschen braun oder schmutzig. Das wäre so der letzte Schritt des Putzens. Nun die Pilze erstmal in Scheiben schneiden und danach fein würfeln. So, die Zwiebeln einmal fein würfeln, natürlich vorher schälen. Nun die Möhren auch schälen und dann in feine Würfel schneiden. Und auch den Sellerie in feine Würfel schneiden. Nun Pfanne und Topf erhitzen. Sehr heiß machen, denn wir wollen alles erstmal anrösten. Hier ein kleiner Trick, um zu testen, ob es heiß genug ist. Das Wasser verdampft, ist es heiß genug. Und jetzt füllen wir die Pilze in die Pfanne. Peu à peu, nicht alles auf einmal, dann lässt es sich besser anrösten. Und die Zwiebeln in den Topf. Das machen wir parallel, denn die Pilze brauchen eine Weile in der Pfanne. Ihr seht, bei den Pilzen brutzelt es schon ganz ordentlich. Wir versuchen, die so lange anzubraten, bis die wirklich klein und schrumpelig und trocken sind. Die werden mit dem Soja Hackfleisch das normale Hack ersetzen. Und durch das lange Anbraten holen wir auch möglichst viel Geschmack nochmal raus aus den Pilzen. Röstaromen. Zwischendurch umrühren nicht vergessen. So, wenn das Ganze ein bisschen angeröstet ist, können wir auch ein bisschen Öl hinzufügen. So, wenn die Zwiebeln glasig sind und eine leichte Bräunung erhalten haben, geben wir das restliche Gemüse, die Möhren und den Sellerie hinzu und braten das Ganze weiter an. So, das sieht gut aus. Raus damit. Nächste Ladung rein. So, das Sojagranulat machen wir gesondert in der Extrapfanne.
auch anrösten auf hoher Stufe. Ihr braucht natürlich nicht zwei Pfannen, man kann das auch hintereinander in einer Pfanne machen, dauert dann halt länger. Immer rühren, nicht, dass es anbrennt. Es soll zwar braun werden, aber nicht schwarz. So, hier sieht man nochmal, alles schön glasig. Hat man die gewünschte Bräune erreicht, dann wird das Sojahack und die Pilze zum Gemüse hinzugegeben. Alles gut umrühren. Und etwas Tomatenmark hinzugeben. Ein bisschen Öl. Und das Ganze dann ordentlich verrühren und ein bisschen zusammen weiterhin anbraten. Na, noch ein bisschen Tomatenmark. So, nun kann auch der Knoblauch hinein. Den Knoblauch nicht zu früh reingeben, sonst verbrennt er und das schmeckt bitter. So, nun kann man auch die Gewürze hinzutun. Thymian, ganz wichtig. Oregano, Rosmarin, alles was ihr an mediterranen Kräutern da habt, passt. Nun die Dosentomaten hinzugeben. Alles gut verrühren. Jetzt können wir die Temperatur langsam runterdrehen, denn jetzt möchten wir ja nicht mehr braten, sondern nur, dass alles leicht köchelt. Lorbeerblätter. Und ein bisschen Zucker. Parallel dazu wird das Nudelwasser aufgesetzt, beziehungsweise die Nudeln gekocht.
die Lorbeerblätter am Ende rausholen. Die stören nämlich auf dem Teller nur noch. Und fertig ist die vegetarische Bolognese.